Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Das Stadion Rote Erde ist im Moment noch im Aufbau. Jetzt kommt der Wichtigste rein. Interviews hier. Angegangen, glaube ich, wie jedes andere. Klar wurde jetzt vielleicht in der Woche ein bisschen mehr gesprochen nach den 3 Niederlagen. Aber wir haben drüber geredet, intern. Wir haben Sachen angesprochen und sind auch bis zum Entschluss gekommen, dass wir einfach wieder bei den Basics anfangen müssen. Und das war einfach das, was uns stark gemacht hat. Defensiv zu null eigentlich. Ja. Hat zwar heute auch nicht geklappt, aber ich glaube trotzdem, dass wir... Klar, das Gegentor war jetzt nicht so gewollt. Aber ich glaube trotzdem, wir waren gut im Spiel, wir waren in den Zweikämpfen. Ich glaube, Dortmund hatte so aus dem Spiel heraus fast keine Chancen oder einen Torschuss, kann ich mich jetzt nicht dran richtig erinnern. Und ich glaube, was noch ganz wichtig für heute war, dass wir den Rückstand einfach gedreht haben. Und ja, es war heute, glaube ich, einfach ein gutes Spiel von uns und jetzt können wir zufrieden sein. Es war ein Arbeitssieg, aber ein verdienter. Ja, genau. Ich glaube, ja, wie gesagt, das haben wir gesagt, heute ist einfach wichtig, Zweikämpfe zu führen, Zweikämpfe zu gewinnen. So auf die Art, egal wie wir Fußball spielen, Hauptsache am Ende stehen 3 Punkte auf unserem Konto. Und das war heute einfach wichtig und wir sind froh, dass wir das geschafft haben. Ich habe eben in die Kabine gelaufen und einer der letzten Bilder, die ich mit Adi habe, war hier, als wir zusammen in Osnabrück gespielt haben, als wir gewonnen haben. Genau in der Kabine haben wir auch gewonnen, habe ich mir gedacht, komm, heute nochmal ein Sieg und dann... Alles wieder vor Augen. Ich habe auch ein ordentliches Spiel gemacht heute. Heute war eine gute Performance, aber davon kann man jetzt nichts kaufen, wenn man heute einmal gut spielt. Es gilt jetzt, das Konzept konstant abzurufen und dann bin ich wieder sehr glücklich. Ja, Dave hat eben gesagt, ihr seid wieder zurück zu den Basics gegangen. Arbeiten, das war heute das Motto, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen in einer kleinen Negativspirale ist, dann ist es einfach wichtig, zu den Basics zurückzugehen und dann halt vor allem vollen Einsatz, vollen Kampf und einfach als Team komplett am Platz zu stehen. Ich glaube, das haben wir heute einfach abgerufen und ich glaube, wenn wir das wirklich schon Spieltag zu Spieltag abrufen, dann ist für jeden schwer, uns zu schlagen und so waren wir heute einfach erfolgreich gewesen. Absolut. Also ich glaube, unter der Woche wurde viel gesprochen. Am Ende hilft dir nicht, wenn du viel sprichst, wenn du es auf den Platz nicht bringst. Aber ich glaube, heute haben wir es auf den Platz gebracht. Zwar, dass wir jetzt Gemeinschaft füreinander kämpfen müssen und klar, da können die Basics dazu. Ne? Und dann denke ich, haben wir heute... Ja, glückliche nicht, aber schon sehr, sehr wichtige 3 Punkte geholt, würde ich sagen. Ja, ja. Der Gegner war schon sehr motiviert. Wie hast du den Elfmeter denn gesehen, der da für euch gegeben wurde? Hattest du einen Blick in die Richtung? Ah, dazu kann ich leider gar nichts sagen. Ich habe die Situation überhaupt nicht im Blick. Ich war irgendwo mit einem sehr, sehr schlechten Sicht. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich glaube, sollte es kein wirklich Elfmeter gewesen sein, war mal sehr fair und haben ihn auch nicht reingemacht. aber ich glaube, wir können im Endeffekt einfach nur glücklich sein, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Heute war es ehrlich gesagt ein bisschen unwichtig, wie gut wir spielen. Ja. Hauptsache wir kämpfen als Mannschaft zusammen und erkämpfen uns 3 Punkte. Und ich glaube, das haben wir heute gezeigt, auch nachdem wir 1-0 in der Hinterhand waren, war es wichtig, dass wir nicht mit den Köpfen einbrechen, sondern einfach nochmal Gas geben. Und ich glaube, dass wir das heute eindrucksvoll bewiesen haben. Grundsätzlich glaube ich gut. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann mit 2 weiteren Rückschlägen im Sinne des 1-0 und des verschossenen Elfmeters, dass man dann so eine Reaktion zeigt. Dementsprechend bin ich mit der Truppe sehr zufrieden. Wir wollten, glaube ich, den Dreier, haben taktisch sehr diszipliniert gespielt, haben aber eigentlich nichts anbrennen lassen. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden und ich glaube, das war auch ein verdienter Sieg heute. Jetzt hast du ein bisschen eine unglückliche Figur gemacht mit diesem Elfmeter. War das so abgesprochen oder war das von dir eine direkte Entscheidung? Ja, wir haben keinen prädestinierten Schützen auf dem Platz. Dementsprechend geht es darum, wer übernimmt den. Letzte Woche war es Günni, diese Woche habe ich Verantwortung übernommen. Ich glaube, haben schon ganz andere Spieler einen Elfmeter verschossen. Wichtig ist, dass die Jungs meinen Fehler dann auch irgendwie ausbügeln. Ich glaube, das hat uns innerhalb des Spiels wieder noch einen Ticken mehr zusammengeschweißt. Und im Endeffekt bin ich natürlich unendlich dankbar, dass wir das Spiel trotz des Fehlschusses 2-1 gewonnen haben. Ja, Günni kam auch direkt nach dem verschossenen Elfmeter zu dir, hat sich abgeflatscht. Und wir haben einen guten Teamgeist. Da weiß jeder, dass ich den jetzt nicht absichtlich verschossen habe. Einer muss die Verantwortung übernehmen. An einem guten Tag geht er rein, an einem schlechten eben nicht. Dementsprechend, so ist die Situation. Ich hätte mich natürlich jetzt auch nach der langen Zeit auch
gern belohnt. Im Endeffekt ist wichtig, dass wir die drei Punkte haben. Wie die zustande gekommen sind, ist jetzt in der Situation scheiße. Hier in Dortmund zu gewinnen, besser geht's nicht, oder? Ja, wie gesagt, die Farben sind nicht meins und deswegen umso schöner, dass wir heute hier drei Punkte geholt haben, ein spätes Tor geschossen haben und einfach ein Arbeitssieg heute für uns, ja. Ja, ja. Wie war jetzt dein erster Auftritt für dich nach langer Zeit nochmal von Beginn an? Ja, erstmal bin ich nach so langer Zeit erstmal glücklich, dass ich wieder da bin, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Und ich denke, dass wir, also ich persönlich kann eigentlich sehr zufrieden sein heute. Ja.